Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Rezension von mir. Heute geht es um den dritten Teil der Amato Brasa Reihe von Winter Renshaw, Breezeless. Das Ganze ist wieder im Lux Verlag erschienen. Mir wurde es freundlicherweise von NetGalley zur Verfügung gestellt als E-Book. Und es hat 336 Seiten. Wie gesagt, das ist der dritte Teil der Amato Brasa Reihe. Für mich jetzt aber der erste, denn ich bin jetzt sozusagen Quereinsteiger. Kann euch aber sagen, dass das absolut gar kein Problem war, denn die Amato-Brüder waren eigentlich in dieser Liebesgeschichte vielleicht einmal kurz erwähnt, dass er Brüder hat, aber ansonsten war da nicht viel Vorkenntnis vonnöten, sodass ich auf jeden Fall die anderen Bände trotzdem noch lesen kann, ohne jetzt irgendwie gespoilert zu sein. Man lernt hier Daphne kennen. Daphne befindet sich am Flughafen. Sie möchte gerade schnell zu ihrer Zwillingsschwester fliegen, die hochschwanger ist und in Kürze ihr Baby erwartet. Und die beiden haben ein inniges Verhältnis und sie möchte ihre Schwester einfach unterstützen. Sie lernt am Flughafen beim Check-in Cristiano kennen. Und Cristiano ist eigentlich auf dem Weg zu einer Hochzeit. Er hat sein Kommen fest zugesagt und ihm ist daher natürlich auch wichtig, dass er dort pünktlich ankommt. Es ist dann aber so, dass die Flüge gecancelt werden aufgrund Schneesturms. Und es sieht auch so aus, als wenn sich das in nächster Zeit nicht ändern wird. Die beiden kommen erst einmal in einem Hotel unter, wo es dann aber leider auch eine Doppelbelegung gibt und Cristiano Daphne bittet, ihm sozusagen Unterschlupf zu gewähren. Die beiden fühlen sich von Anfang an zueinander hingezogen, aber eigentlich ist auch klar, dass das nichts werden kann, weil sie in ganz unterschiedliche Richtungen wohnen und Cristiano ist sowieso ein absoluter Weltenbummler. Er ist mehr in der Welt unterwegs, als dass er zu Hause ist. Und zwischen den beiden entwickelt sich aber was und als die Wetterverhältnisse nicht besser werden, entschließt sich Daphne, einen Leihwagen zu nehmen und selbst die lange Strecke zu ihrer Schwester zurückzulegen. Cristiano hat bestimmte Erfahrungen gemacht in seinem Leben, die sehr schmerzhaft waren und er möchte sie da auf jeden Fall von abbringen. Er schafft es aber nicht und deswegen bittet er sie kurz entschlossen, dass er mitfahren darf, dass die beiden sich abwechseln beim Fahren. Ja, und so lernen sie sich natürlich noch besser kennen und mehr möchte ich da auch gar nicht verraten. Ich kann nur sagen, es war endlich mal wieder ein Buch, was sich absolut flüssig lesen ließ. Der Schreibstil war toll. Die Charaktere haben mir sehr gut gefallen. Sie hatten Ecken und Kanten, auch so ihre eigene Vergangenheit. Und mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Es hat 4,5 Sterne von mir bekommen. Ich möchte auch auf jeden Fall die anderen Bände noch lesen. Und bin da sehr gespannt drauf, die anderen Amato-Brüder kennenzulernen. Und kann euch hier auf jeden Fall eine Leseempfehlung geben. Ich verlinke euch das Buch auch in der Infobox. Wenn euch das interessiert, schaut da einfach mal rein. Mich würde interessieren, ob ihr die Reihe schon kennt. Wie gesagt, es ist ja schon der dritte Teil. Und da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ihr mir da was in den Kommentaren hinterlasst. Wenn euch die Rezension gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mich gerade neu entdeckt habt, natürlich auch über neue Abonnenten. Und das soll es erstmal von mir gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns auch in einem der nächsten Videos. Bis dahin, tschüss!